Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Ein ungewöhnlicher Tag für uns. Jedenfalls wollen wir das einmal üben. Ich will Ihnen einige Mitteilungen machen, bevor wir in die Tagesordnung eintreten. Die Beschlussfähigkeit stelle ich fest. Keiner widerspricht. Das finde ich schön. Noch offen sind die Punkte 21 bis 30, 32 bis 35, 37 bis 42, 44 bis 49, 58, 72 und 73. Wir tagen heute vereinbarungsgemäß bis 14 Uhr und beginnen mit den Tagesordnungspunkten 72 und 73. Herr Ministerpräsident, Frau Staatsministerin Puttrich und Herr Staatsminister Al-Wazir fehlen heute ganztägig. Frau Staatsministerin Priska Hinz auch und Frau Kollegin Hamann auch. Herr Yüksel den ganzen Tag. Herr Weiß ist erkrankt. Wir wünschen ihm gute Besserung. Der Kollege Decker und der Kollege Frankenberger sind auf einer Trauerfeier. Das ist auch wichtig, zweifelsohne. Und insofern ist das Parlament trotz allem weiterhin beschlossen. Herr Schaus ist krank. Und Herr Schaus ist immer noch krank. Gut, das ist klar. Und das werden wir dann auch entsprechend die besten Genesungswünsche zurufen. Wir haben ja die Sitzung nur einberufen, weil Frau Dr. Sommer heute Geburtstag hat. Nur damit Sie das wissen. Sie kann schon gehen. Deswegen haben wir auch einen Blumenstrauß für Sie vorbereitet und wünschen Ihnen alles, alles, alles Gute für das kommende Lebensjahr. Herzlichen Glückwunsch. So, das war's schon. Ich begrüße in unserem Parlament den hessischen Datenschutzbeauftragten, Herrn Prof. Dr. Ronellenfitz. Herzlich willkommen. Heute ist Ihr Tag, zumindest heute Morgen. Wir freuen uns auf Ihren Bericht. Danach kommt die Aussprache.